Dann schauen wir uns als nächstes zwei konkrete Retrieval-Modelle an, die auf einem logischen Prinzip oder auf dem Ähnlichkeitsprinzip, das wir beim Retrieval-Modell-Überblick gesehen haben, aufbauen. Das Boolean-Retrieval und das Vector-Space-Model. Das Boolean-Retrieval, kann man sagen, ist das älteste Retrieval-Modell, das es gibt. Es ist das erste, was erfunden wurde und vielleicht auch das einfachste unter allen, das sogar immer noch in Benutzung ist. Sie sehen jetzt hier eine kleine Übersicht, eine Einstiegsfolie könnte man sagen, die nochmal wiederholt, was das Retrieval-Modell eines, wie das Retrieval-Modell aufgebaut ist. Ich werde das gleich noch einblenden. Ne? Machen Sie sich keine Sorgen, Sie müssen jetzt nicht die Augen zusammenkneifen. Und die Kreuzverlinkungen sollten jetzt auch funktionieren, nachdem die Folien auf dem Web geupdatet wurden zwischen den verschiedenen Modellen. Die verlinken dann jeweils auf diese Folien, sodass man auch mal einen direkten Vergleich ziehen kann. Sozusagen das Retrieval-Modell in a nutshell oder seine Bestandteile. Als Dokumentrepräsentation beim Boolean-Retrieval-Modell nehmen wir an, dass wir zunächst eine Menge T haben, bestehend aus den Termen T1 bis TM, unsere Indexterme. Die sind wahrscheinlich lemmatisiert, gestemmt oder in irgendeiner anderen Weise vorverarbeitet, wie wir es schon gesehen haben. Und es könnte sich aber auch um ein kontrolliertes Vokabular handeln. Wir nehmen nun an oder tun so, als wäre T, diese Menge T, wären diese Indexterme, die Atome einer logischen Formel, mit denen wir Dokumente nun ja in ihre Repräsentation hineingießen wollen, und zwar unter Verwendung der Operatoren und, oder und nicht. So wie Klammern. Ein Dokument, eine Dokumentrepräsentation ist demzufolge gemäß der Terminologie oder der Atome des Alphabets der logischen Formel hier einfach nur die mit und verknüpften Terme, die im Dokument vorhanden sind. Dazu mit und verknüpft die Terme, die nicht im Dokument vorhanden sind und das Ganze in Klammern negiert. Das sind die Dokumente, die nicht drin sind, die Terme, die nicht drin sind. Und damit haben wir das Dokument vollständig beschrieben. Die Reihenfolge spielt jetzt keine Rolle. Ne? Logische Formeln sind an der Stelle dann äquivalent, unabhängig von der Reihenfolge der Atome, wenn sie so konstruiert sind wie hier. Wir haben nun die nicht vorhandenen Terme auch mal mit aufgezählt, damit wir das vollständig machen können. Man könnte sie auch weglassen. Das spielt an der Stelle keine Rolle. Wir haben eine Interpretationsfunktion für Dokumente oder für Dokumentrepräsentationen, die uns sagt, hier ist ein Term dann gegebenenfalls. Also wir haben eine Interpretationsfunktion, die für einen Term sagt, für einen Term und ein Dokument sagt, ob der Term enthalten ist, indem es einfach geschaut wird, ob das jeweilige Atom mit der Bewertung 1 hier in der Repräsentation drin steht. Und andernfalls ist es halt 0. Anfragerepräsentationen sind im Endeffekt genauso definiert. Und dann kommen wir jetzt zu der Relevanzfunktion. Die Relevanzfunktion ist einfach nur, hier unser Rho, ist einfach nur die Interpretationsfunktion angewendet auf die Formel D implies Q oder D impliziert Q. Rho wird 1. Genau dann, wenn D relevant ist und 0 ansonsten. Wir erhalten also unter Verwendung der Relevanzfunktion auf die gesamte Dokumentmenge, ursprüngliche Dokumentmenge, beziehungsweise ihre Repräsentation. Das ist hier
können Sie hier 1 zu 1 im Kopf austauschen, ob hier nun das kursive D oder das fette D steht. Das ist im Prinzip ja dasselbe. Wir haben ja gesagt, es ist eine 1 zu 1 Entsprechung. Wir erhalten ein Resultatset RQ für eine Anfrage, die eine Teilmenge oder die gesamte Menge D ist. Und darin befinden sich dann unsere relevanten Dokumente, wenn wir die Relevanzfunktion anwenden. Man kann das Ganze auch noch relaxieren mit Hilfe probabilistischer Maßnahmen, das betrachten wir aber hier nicht weiter. Die Interpretationsfunktion, die haben Sie in der Logik schon mal gehört, die ist Zweigestalt. Einerseits bildet sie die Terme, also unsere Atome, die die logischen Formeln aufbauen, auf 0 oder 1 ab. Andererseits können wir sie auf ganze Formeln anwenden und erhalten dann ebenfalls eine Bewertung von 0 oder 1. Wahr oder falsch? Hier ein kleiner Brain-Teaser. Wir haben 3 Wörter gegeben. Jeder Kreis steht für eine Menge von Dokumenten, in denen diese Wörter vorhanden sind oder auch nicht. Und Sie sehen dann hier, oder Sie sollen mir sagen, mit welcher Formel Sie die gelb markierte Menge retrieven können. Beziehungsweise die gelb markierte Fläche soll eine Anfrage sein, die ich mir ausgedacht habe. Und ich frage Sie, was ist die Anfrage? Ja, gibt es eine Meldung? T1 oder so, also es geht auch um die, ist so die gebrauchen ja. Es gibt Dokumente, die T1 und T2 enthalten, es gibt Dokumente, die alle 3 Terme enthalten oder nur T1 und T3 oder jeweils nur den einzigen Term. Mhm. Ja, nochmal? Naja, nur T1 oder T1 und T2 oder T1 und T2 und T3. Also ja, was meinen Sie mit dem ersten nur T1? Das erste geht natürlich nicht, weil es müsste T1 und nicht T3 sein. Ja, Sie sind auf dem richtigen Weg. Wenn Sie diese Anfrage konstruieren wollen, ich nehme es mal, ich kürze es mal ab, dann können Sie ja einfach das aufzählen. Ich habe ja gesagt, wir können Repräsentationen vollständig bewerten. Wir können jede logische Formel bauen. Also das heißt, wir können auch Dinge ausschließen mit der Negation. Man könnte also, da dieses Venn-Diagramm hier ja quasi den Raum der möglichen Dokumente in schöne kleine Flächen verwandelt, jede Teilfläche der gewünschten gelben Fläche einfach einzeln voneinander beschreiben und mit oder verknüpfen, um sie zusammenzufassen. Das wäre also für nur diesen Ausschnitt der Fläche hier. Was wäre das? Ja? Nein. Kann es nicht sein. Warum nicht? Warum nicht? Richtig, genau. Was wäre es also dann? T1 und nicht T2 und nicht T3. Genau. So, jetzt haben wir den Teil schon mal beschrieben. Wunderbar. Schreiben wir das hier. Ja? T1 und T2 und nicht T3. Ja, korrekt. Und den Teil hier? T1 und T2 und T3. So ist es. Und das Ganze mit oder verknüpft, ergibt unsere Anfrage. Man kann das Ganze dann noch umformen und es leichter hinschreiben, das ist aber nicht so leicht zu sehen. Deswegen habe ich gesagt, Brain-Teaser. Das ist jetzt einfach erstmal nur ein nettes kleines Rätsel gewesen, aber Sie sehen hier, wie man Anfragen formulieren kann. Und man kann es ausführlich machen, man kann es auch abgekürzt machen, ne, je nachdem, was man ausdrücken möchte. Sie müssen allerdings wissen, was Sie wollen. Im Großen und Ganzen. Und das ist auch bei der Kern von Boolean-Anfragen im Prinzip. Sie sehen also hier eine Dokumentrepräsentation. Hier Chrysler, Deal, USA, China, meines Cat, Sales, meines Doc, irgendwas über irgendeinen Deal, aber nicht über Tiere. Und Sie sehen eine Anfrage USA und Doc oder nicht Cat.
ja, das ist schon wieder ein bisschen komplizierter. Wir können das ganze Äquivalent natürlich auch noch anders ausdrücken. USA und DOC oder USA und nicht CAT. Oder wenn man es ganz ausführlich hinschreiben möchte, wie wir es eben auf der vorigen Folie auch gesehen haben, USA und nicht DOC und nicht CAT oder USA und DOC und nicht CAT oder USA, DOC und CAT. Kreisler und DIN und andere Wörter haben wir erstmal ausgelassen, aber die sind ja nicht Teil unserer Anfrage. Müssen wir also in keiner Weise irgendwas drüber sagen. Und die Relevanzfunktion wäre dann jetzt genau die Implikationsfunktion hier. Impliziert D die Anfrage? Und das ist in dem Fall der Fall. Das Symbol hier mit das Gleichheitszeichen mit den drei Bars, das so aussieht wie dieses heute bekannte Hamburger Menü, bedeutet in der Logik, ist logisch äquivalent und eine Boolean-Anfrage oder zwei boolische Formen sind logisch äquivalent, wenn die Interpretation für alle Belegungen gemäß der Interpretationsfunktion gleich ist. Genau, wir haben hier eine disjunktive Normalform als letzte Version, das ist diese hier. Das ist eine der zwei möglichen, es gibt die disjunktive Normalform, die konjunktive Normalform, in die man quasi alle logischen Anfragen umformen kann. Und das hat auch Relevanz für das Boolesche Retrieval, wenn man es denn machen möchte. Nämlich es erlaubt dann entweder Parallelisierung oder im Falle der konjunktiven Normalform erlaubt es, dafür zu sorgen, dass jedes Dokument nur von genau einer Klausel eingefangen wird. Sehen wir mal ein praktisches Beispiel, wie man jetzt versuchen könnte, Dokumente zu retrieven. Eine Möglichkeit ist zu sagen, da ich ja eine Menge von Dokumenten erhalte, die in keiner Weise gerankt sind, habe ich nur ein bestimmtes Zeitbudget übrig, um tatsächlich mir Dokumente anzuschauen nachher. Und wenn ich mehr Dokumente bekomme, dann ist das Budget überlastet, überfordert. Ich kann mir nicht alle anschauen, weiß auch nicht, wie ich auswählen soll. Wenn ich zu wenige Dokumente bekomme, dann habe ich zwar Zeit gespart, aber ich habe mein Budget nicht gut genug ausgenutzt. Das heißt, was man üblicherweise macht mit boolschen Anfragen ist, man sucht gemäß der Zahl der Ergebnisse. Das ist ein häufiges Vorgehen. Und wir reformulieren Anfragen entsprechend der Frage, wie viele Ergebnisse wir bekommen. Wir haben jetzt hier keine konkreten Zahlen, aber wir können uns hier dann einzelne Beispieldokumente anschauen und insbesondere auch dafür sorgen, dass bestimmte Dokumente nicht enthalten sind, die wir schon als nicht relevant betrachtet haben. Vielleicht ist unsere Anfrage nicht gut genug. Das ist die zweite Herausforderung bei der Formulierung boolscher Anfragen. Dafür zu sorgen, dass auch wirklich die relevanten Dokumente im Ergebnisset sind und keine sonstigen. Ich suche irgendwas über den Präsident Lincoln hier, das Beispiel im Buch, und ich erhalte jede Menge Webseiten zum Beispiel, in denen es sich oder auch um Bücher in der Bibliothek, wo über Autos gesprochen wird, über Plätze oder Personen. Man könnte jetzt nach Präsident und Lincoln suchen, aber nun ja, Autos spielen dann immer noch eine Rolle. Es gibt ein Unternehmen, das einen Präsidenten hat, das ist Ford. Und man könnte jetzt dann dazu übergehen und sagen, okay, diese Dokumente schließe ich relativ gut aus, indem ich sage, nicht Auto und nicht Car. Dann verliere ich aber relevante Dokumente gegebenenfalls, denn der Präsident, für den ich mich interessiere, wurde im Zug, in einem Zug mit 9 Waggons oder einem 9-Car-Funeral-Train transportiert. Man könnte jetzt die Anfrage entsprechend umformulieren und noch spezifischer werden oder anders spezifisch werden. Das könnte dann dazu führen, dass man gar kein Resultat mehr bekommt. Man ist zu spezifisch geworden in seiner Anfrage. Das ist jetzt hier natürlich nur ein Beispiel. Oder wenn man jetzt die Anfrage noch komplizierter macht, dann erhält man vielleicht relevante Ergebnisse, vielleicht nicht. Was hier herauszulesen ist, dass die Last
der Formulierung der Anfrage beim Boolschen Retrieval vollständig bei der oder dem Nutzer, dem oder der Nutzerin liegt. Und das System hilft einem letztendlich auch quasi nicht dabei, außer dass man halt mehrere Anfragen stellt und das Ergebnis irgendwie mal schnell bewerten muss, soll, um dann vielleicht eine bessere Anfrage zu stellen. Ich habe ja schon gesagt, und das ist jetzt eher ein thematisch allgemeines Beispiel, ich habe ja schon gesagt, dass auch solche Retrieval-Verfahren immer noch in der Praxis eingesetzt werden. Insbesondere in der Medizin, wenn es darum geht, die gesamte Medizin, die gesamte medizinische Literatur zu überblicken, um herauszufinden, ob ein bestimmtes Medikament, eine bestimmte Behandlungsform oder in irgendeiner Weise ein medizinisch relevantes Faktum, was darüber geforscht wurde und was sozusagen der Stand des Wissens ist, wie man behandeln sollte oder wie man damit umgehen sollte. Und damit diejenigen, die diese doch sehr verantwortungsvolle Arbeit machen, sich wirklich sicher sind, dass sie alles finden, gehen sie letztendlich genauso vor. Sie formulieren sehr komplexe Boolsche Anfragen. Es gibt auch andere Bereiche, wo es eine Rolle spielt. Darauf gehen wir jetzt nicht weiter ein. Ich wollte es nur gesagt haben, dass das hier jetzt nur, dass das jetzt nicht als, auch wenn wir schon am Ende dieses Retrieval-Modells sind, dass das nicht missverstanden wird als ist nicht so wichtig. Es ist wichtig. Nichtsdestotrotz, es ist, wenn man mal auf die Disadvantages schaut, sehr schwierig zu kontrollieren, hat mehr Disadvantages erstmal in dieser Liste als Advantages, also mehr Nach- als Vorteile. Und die Effektivität hängt, wie gesagt, komplett davon ab, ob Sie in der Lage sind, die richtigen Wörter zu wählen und sie richtig in eine boolsche Formel zu gießen. Es ist sehr anstrengend, keine Frage. Und es gibt erstmal im Basic-Retrieval-Modellen keine Möglichkeit, Anfragen in irgendeiner Weise oder die Termine in der Anfrage in irgendeiner Weise zu gewichten. Das würde dann Relaxierungen erfordern, wie wir sie eben schon gesehen haben, zu probabilistischen Boolschen Retrieval. Kein Ranking darf erwartet werden, außer vielleicht so kanonische Rankings, wie zum Beispiel nach Veröffentlichungsdatum oder anderen Kriterien könnten angelegt werden. Aber im Normalfall erlaubt dieses Retrieval-Modell, dieses einfache Retrieval-Modell nicht, die Dokumente gemäß ihrer Relevanz in einer Reihenfolge zu bringen. Der Vorteil des Retrieval-Modells ist die Precision demgegenüber, nämlich, dass man, wenn man eine gute Anfrage formuliert hat, dann auch wirklich nur die Dokumente findet, die relevant sind in seinem Ergebnisset und nichts sonst. Das heißt, man hat das beste mögliche Ergebnis, man hat alles sozusagen, was da drin ist. Aber zumindest, wenn man schon nicht alles hat, und das kann ja doch auch sein, wenn die Anfrage sehr exklusiv ist bezüglich des Themas, kann man zumindest die Precision, das heißt die Zahl der relevanten Dokumente unter allen Retrieften, maximieren. Und generell, da man, je größer die Dokumentkollektion wird, nicht genau weiß, wie viele Dokumente überhaupt da sind, und wie viele verschiedene Themen davon abgedeckt sind, hat man, wie auf der vorigen Folie gesehen, dann auch genau die Schwierigkeit, die Größe des des Resultatsets wirklich zu kontrollieren, vernünftig. Nichtsdestotrotz, eins der einfachsten Modelle. Gibt es noch eine Frage hierzu? Gut, dann gehen wir direkt weiter. Zum Vector-Space-Modell. Wir fangen nochmal an bei der üblichen Folie. Wir schauen uns das Retrieval-Modell an, bestehend aus Dokumentrepräsentation, Anfragerepräsentation und der Relevanzfunktion dafür. Und die Dokumentrepräsentationen im Vector-Space-Modell sind wieder erstmal eine Menge von Termen, unsere Indexterme. Diesmal gestemmt, gegebenenfalls ohne Stoppwörter. Und wir interpretieren diese Menge jetzt als Menge von Dimensionen eines m-dimensionalen Raums. Das heißt, jeder Term steht für eine Achse in diesem Raum. Und wir spannt dann sozusagen einen m-dimensionalen Raum auf. Wir nehmen an, dass wir eine Termgewichtsfunktion haben. Hier
mit dem Buchstaben Omega, die Dokumentrepräsentation und Terme abbildet auf die reellen Zahlen. Und die Dokumentrepräsentation ist demzufolge ein Vektor hier von Termgewichten, wobei jedes Termgewicht für ein Term aus der Terminologie steht. Ob der Term im Dokument vorkommt oder nicht, soll erstmal keine Rolle spielen. In der formalen Sicht nehmen wir erstmal an, dass wir hier diese fixen M-Dimensionen haben. Und es kann ja sein, dass das Gewicht 0 ist. Das Termgewicht soll die Wichtigkeit des Wortes in Bezug auf den Inhalt zum Beispiel des Dokuments abbilden oder auf irgendeine konzeptuelle Sicht des Dokuments. Anfragen werden letztendlich genauso repräsentiert und die Relevanzfunktion bedient sich dann letztendlich der Mechanismen, die wir in Vektorräumen zur Verfügung haben, nämlich Distanzmessung oder Ähnlichkeitsmessung. Ganz einfach können wir als Relevanzfunktion hier diese Funktion Phi, die wir eben auch schon mal genannt bekommen haben, einfach aufstellen und sagen, wir nehmen das Skalarprodukt der beiden Vektoren. Das transponierte D multipliziert mit Q. Und wenn dieses Skalarprodukt normalisierte Vektoren beinhaltet, dann erhalten wir die sogenannte Kosinusähnlichkeit und ansonsten erhalten wir die euklidische Distanz. Soweit, so einfach. Hoffe ich. Die Kosinusähnlichkeit ist das Maß, das im Prinzip angewendet wird, um Dokumente mit Anfragen oder auch Dokumente untereinander inhaltlich zu vergleichen, wobei wir annehmen, dass diese Repräsentation hier eine hinreichende inhaltliche Repräsentation, also eine Repräsentation des Inhalts des Dokuments ist. Quasi ein Back of Words, aber gewichtet. Schauen wir uns dafür ein Beispiel an. Hier ein dreidimensionaler Raum, CAT, USA, Chrysler. Das sind die drei Wörter, die drei Terme, die dort an den Dimensionen stehen. Und wir haben ein Dokument hier, D, und eine Anfrage hier, Q, die im Prinzip die Vektoren, das heißt Punkte in diesem Raum sind. Und die Kosinusähnlichkeit macht nichts anderes, also das heißt, Skalarprodukt der normalisierten Vektoren macht nichts anderes, als den Winkel zwischen diesen Vektoren hier zu messen, ausgehend vom Ursprung. Sie wissen, ein Vektor zeigt quasi auf den Punkt, den wir hier eingezeichnet haben, jeweils. Und je spitzer der Winkel ist, umso ähnlicher sind sich die Dokumente. Also umso näher beieinander sind letztendlich auch die beiden Punkte oder umso mehr zeigen die beiden Vektoren in dieselbe Richtung. Wenn der Winkel offener ist, dann, oder auch 90 Grad hat sogar, dann ist es die maximale Unähnlichkeit, die wir damit messen. Wir bewegen uns hier allein im positiven Quadranten dieses Vektorraums. Wir nehmen an, dass wir keinerlei negative Bewertungen haben, keine negative Termgewichte. Und demzufolge ist die Kosinusähnlichkeit auch normalisiert auf Werte zwischen 0 und 1. Das Ganze dann hier nochmal formal. Wir nehmen das Skalarprodukt zweier Vektoren, zweier n-dimensionaler, hier sollte man vielleicht das m hinschreiben, damit es zum vorigen passt, zweier n-dimensionaler Vektoren und dieses Skalarprodukt erfüllt folgende Gleichung, nämlich a transponiert multipliziert mit b ist gleich die normalisierte Vektor für a multipliziert mit dem normalisierten Vektor für b mal dem Kosinus. Also diese beiden Zahlen hier sind gleich. Und das Ganze kann man nach dem Kosinus dann umstellen und erhält diese Formel für die Kosinusähnlichkeit. Und die Normalisierung ist hier nochmal der Vollständigkeit halber gegeben. Wir nehmen die L2-Norm. Das heißt, unsere Relevanzfunktion ist einfach der Kosinus von Phi. Schauen wir uns dann hier nochmal am Beispiel 2 eine Anfrage und ein Dokument an.
hier der Vektor des Dokuments, Chrysler USA, Cut, Dog und Maus und die jeweiligen Termgewichte, hier dann konkret, wie oft kommt jeder Term zum Beispiel im Dokument vor. Und das wäre dann der normalisierte Termvektor, den ich dann hier jetzt erstmal mit D' bezeichnet habe. Und analog dazu irgendeine Anfrage, die schon normalisiert wurde, Chrysler USA, Cat, Dog und Elephant. Ich kann jetzt noch nicht direkt die Kosinusähnlichkeit dieser beiden Vektoren ausrechnen. Sie sehen hier, es sind nur diejenigen Terme genannt in den Vektoren, die tatsächlich im Dokument oder in der Anfrage vorkommen. Aber wir haben ja gesagt, wir haben einen m-dimensionalen Raum und wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie hier eine Diskrepanz zwischen diesen beiden Vektoren. Nämlich hier kommt das Wort Elefant in der fünften Dimension vor und hier das Wort Maus. Das passt ja nicht zusammen. Das können wir nicht einfach so auf derselben Vektorposition lassen. Das heißt, was wir machen müssen, ist, wir müssen natürlich die Vektoren vervollständigen. Das ist formaltheoretisch natürlich das einzig Vernünftige hier zu tun. Man setzt da einfach den Nullwert an. Allerdings, wenn man es praktisch implementieren wollte, dann würde man selbstverständlich die Nullwerte alle weglassen. Weil die Zahl der verschiedenen Wörter, die wir in den Dokumenten finden, das heißt, die Menge T ist riesig, Millionen teilweise, je größer die Anzahl der Dokumente wird. Und demzufolge wäre es totale Verschwendung, wie wir auch schon bei der Term-Dokument-Matrix gesehen haben, für die überwiegende Mehrheit der null gewichteten Term-Dokument-Kombinationen oder Term-Anfrage-Kombinationen dann tatsächlich diesen Wert auch abzuspeichern. Der Winkel zwischen Dokument und Anfrage wäre hier 48 Grad oder, wenn man den Kosinus davon ausrechnet, 0,67. Wir nehmen da meistens einfach diese Werte hier. Das heißt, diese reellen Werte, die zwischen 0 und 1 liegen. Darunter noch ein paar Details, wenn Sie es nachrechnen wollen. Wie kommen wir jetzt zu unseren Termgewichten? Na, wir haben schon ein paar davon ja auch schon vorher besprochen. Hier nochmal der Vollständigkeit halber. Die Termhäufigkeit ist die normalisierte Termhäufigkeit des Wortes T im Dokument. Normalisiert insofern, als dass wir nicht, wie jetzt hier im Beispiel getan, einfach annehmen, dass die Termhäufigkeit wirklich einfach nur gezählt wird. Wenn ein Wort 10-mal vorkommt, im Vergleich zu einmal, dann ist das Wort definitiv 10-mal wichtiger. Also, dass das Wort definitiv 10-mal wichtiger für den Inhalt des Dokuments. Aber wenn ein Wort 200-mal vorkommt im Vergleich zu 100-mal im Dokument, dann ist es nicht um den Faktor 2 wichtiger. Und deswegen muss man normalisieren. Man nimmt vielleicht die Länge des Dokuments oder man nimmt den Logarithmus oder auch komplexere Formeln. Sehen wir gleich noch auf der Bemerkungsfolie. Die Dokumenthäufigkeit haben Sie auch schon gehört. Es ist die Zahl der Dokumente, die das Wort enthalten, mindestens einmal. Und die inverse Dokumenthäufigkeit, die darauf definiert wird, als zusätzlicher Faktor im Termgewicht TFIDF, ist dann hier das Inverse der Dokumenthäufigkeit und wird invers proportional zur Zahl der Dokumente ausgerechnet und davon auch der Logarithmus genommen. Das Ganze wird dann als zwei Faktoren zusammengefasst, TF und IDF, und damit haben Sie eines der ersten auf diese Weise im Vektorraummodell definierten und auch bekanntesten Termgewichtsfunktionen, mit denen man solche Vektoren erzeugen kann. Und die dann angewendet mit der Kosinusähnlichkeit erlauben Ihnen, die inhaltliche Ähnlichkeit zwischen zwei Dokumenten, die inhaltliche Ähnlichkeit zwischen Dokument und Anfrage oder auch zwischen anderen Arten von als Vektor dargestellten realen Objekten zu messen. Und das funktioniert ganz gut. Hier nochmal der Anschauung halber das Verhalten der inversen Dokumenthäufigkeit in Abhängigkeit von der Dokumenthäufigkeit. Je mehr Dokumente ein Wort enthalten, umso kleiner wird der Wert der inversen Dokumenthäufigkeit. Das bedeutet,
Wenn ein Wort in sehr wenigen Dokumenten vorhanden ist, dann ist es ein diskriminierendes Wort. Wenn ich dieses Wort in meiner Anfrage verwende, dann werden diese Dokumente mit hoher Wahrscheinlichkeit relevant sein. Wenn ein Wort in sehr, sehr vielen Dokumenten vorkommt, und nehmen wir mal 100 als die Zahl der Dokumente an, die sich in unserem Dokumentset befinden, dann, nun ja, wenn ich dieses Wort in meiner Anfrage verwende, hole ich im Prinzip sämtliche Dokumente als relevant aus der Kollektion hervor und habe quasi nichts gewonnen. Das heißt, ich sollte irgendein anderes Wort verwenden, wenn ich nicht die Zeit habe, auch wirklich 100 Dokumente zu lesen. Das bedeutet, dass wir zum Beispiel auch auf Stoppwortentfernung verzichten könnten, wenn wir TF-IDF als Termgewicht verwenden. Denn das Wort the, das in jedem englischen Dokument quasi vorkommt, in dem englischen Textdokument oder deutsche Artikel zum Beispiel, nun ja, die würden quasi ein Nullgewicht im IDF-Maß bekommen und demzufolge auch das Termgewicht null werden lassen. Hier sehen wir noch jede Menge Details. Ich gehe nicht auf alles ein, nur wer hat es zuerst erfunden? Das haben wir auch schon im Geschichtsteil gesehen. Loon 1957. IDF hat noch eine ganze Weile länger gedauert. Das war Kevin Sperg-Jones in 1972. Hier nochmal die jeweiligen Auszüge aus den jeweiligen Papern, die ich Ihnen jetzt nicht nochmal vorlese. Die Normalisierung von Termgewichten sehen Sie hier, die möglichen. Es gibt noch eine Reihe mehr, können Sie auch auf Wikipedia entsprechend nachlesen. Und es gibt auch eine theoretische Begründung dafür, dass IDF ein gutes Maß ist, das Robertson geliefert hat, erst 2004. Ursprünglich, und das muss man an diesen Modellen sagen, gibt es selten eine theoretische Grundlage, auf der sie aufbauen, sondern es ist intuitiv motiviert. Man hat eine Idee davon gehabt, wie man hier Dokumente unter Verwendung der Algebra in einem hochdimensionalen Vektorraum irgendwie bedeutungstragend für die Aufgabe des Information Retrievals abbilden kann und wie man darin die Messung von Relevanz operationalisieren kann. Also Sie sehen auch wirklich hier jetzt nochmal auf die Frage von vorhin zurückkommt, doch mal das Zusammenspiel von der Relevanzfunktion, wo wir einfach nur gesagt haben, wir nehmen den Winkel zwischen zwei Vektoren und die Notwendigkeit, dass wir dann auch diese Art von Repräsentation haben und insbesondere eine Termgewichtsfunktion, die auch in der Lage ist, tatsächlich Vektoren zu erzeugen, die in irgendeiner Weise die Bedeutung des Dokumentes beinhalten. Sonst würde die Winkelmessung keinen Sinn ergeben. Als letztes noch ein kleiner Nachsatz und dann sind wir auch schon am Ende dieses Retrieval-Modells angekommen. Wir können eine Anfrage refinen, nachdem wir sie zum ersten Mal gestellt haben und ein erstes Resultatset bekommen haben. Nehmen wir an, wir haben R als erstes Resultat bekommen für die ursprüngliche Anfrage, hier Q, und sehen jetzt hier haufenweise Dokumente. Und wir haben irgendeine Information darüber, welche Dokumente relevant sind, das sollen jetzt mal die roten sein, und welche nicht relevant sind, die blauen, R plus und R minus hier, jeweils Subsets. Und wir können jetzt die Anfragerepräsentation mit Hilfe von Rocchios Update-Formel verbessern, indem wir sie einfach zu den relevanten Dokumenten hinschieben. Wir nehmen die originale Anfrage mit irgendeinem Gewichtsfaktor, addieren darauf alle Dokumentrepräsentationen nochmal normalisiert bezüglich der Menge der relevanten Dokumente, die wir in der Gesamtmenge gefunden haben und auch nochmal mit einem weiteren Faktorgewicht, und ziehen dann noch alle nicht relevanten Dokumente ab. Und damit erhalten wir eine Anfrage, die sich quasi in diese Richtung verschiebt, nämlich zu den relevanten Dokumenten. Und wenn sich jetzt hier zum Beispiel in der Nähe noch mehr relevante Dokumente befänden, dann würden wir auch die plötzlich bei der nachfolgenden Retrieval-Schritt nochmal finden. Das heißt, das Retrieval ist jetzt zweischrittig. Wir geben die Anfrage ein, es kommt
eine Antwort zurück, die wird nicht wieder ausgegeben an den NutzerInnen, sondern die Suchmaschine holt sich irgendwoher Relevanzfeedback, zum Beispiel Pseudorelevanzfeedback, und updatet die Anfrage, holt nochmal ein neues Resultatset und gibt erst das an den NutzerInnen zurück. Oder, es muss auch nicht Pseudorelevanzfeedback sein, das steht jetzt hier unten, das wäre dieser Teil hier. Wir können auch direktes oder indirektes Relevanzfeedback von den NutzerInnen holen und dahingehend die Anfrage nochmal verbessern. Indirekt, wenn Leute auf ein Dokument klicken und schnell wieder zurückkommen, sehen wir, ach, das war nichts. Und wenn sie auf etwas klicken und länger bleiben, dann war es was. Das wäre eine Möglichkeit, um daraufhin Schritt für Schritt, jedes Mal, wenn sie zurückkommen, das Ranking nochmal leicht abzuändern und zu verbessern. Oder direkt, die NutzerInnen sagen uns einfach, was relevant ist und was nicht. Ein Problem, das hier entstehen kann, ist, wenn sich die relevanten Dokumente nicht so schön wie hier zu sehen clustern in einem Teil des Raums, sondern wenn es hier ein paar relevante Dokumente gibt und hier. Denn dann landet die Anfrage plötzlich hier in der Mitte der nicht relevanten. Und das kann natürlich bei sehr ambigen Anfragen, also das heißt bei Anfragen, die mehrere Bedeutungen haben, der Fall sein, wo wir einfach nicht wissen können, welche Dokumente sind relevant oder nicht. Das heißt, gerade wenn bei der Anwendung vom Pseudorelevanzfeedback wie hier unten, kann das zu Problemen führen. Nichtsdestotrotz funktioniert das recht gut, auch wenn man einfach nur annimmt, dass die top gerankten Dokumente direkt einfach relevant sind und alle anderen nicht relevant. Das heißt, man kann an dieser Stelle seinen Retrieval schon ein Stück weit verbessern. Zu guter Letzt, und damit schließen wir dann für heute, natürlich ist das im Vergleich zum Boolean Retrieval deutlich besser. Wir erhalten auch noch ein Ranking dazu. Es müssen nicht notwendigerweise alle Wörter in der Anfrage gematcht werden. Es reicht auch eine Teilmenge der Wörter. Wohingegen bei Boolean Retrieval, wenn da ein Wort in der Anfrage steht, was im Dokument nicht vorkommt, dann hat man Pech, dann wird das Dokument nicht gefunden. Und ja, Ranking habe ich schon gesagt. Die Unabhängigkeitsannahme haben wir schon mehrfach gesagt, zwischen den Dokumenten, die Orthogonalität dieses Vektorraums, den wir annehmen, fordert, die ist natürlich nicht vorhanden. Das heißt, was immer in diesem Raum tatsächlich, wenn Sie sich das bildlich vorstellen, vorgeht, oder auch hier in diesem dreidimensionalen Raum, was immer hier vorgeht, muss nicht notwendigerweise der Realität entsprechen. Das ist schon eine sehr stark heuristische Methode, sich vorzustellen, Dokumente irgendwie im Computer zu repräsentieren. Nichtsdestotrotz war es lange Zeit der Weg des Information Retrievals, viele Dekaden lang, oder die Modelle darauf aufbauen. Als nächstes schauen wir dann zu den probabilistischen Modellen, aber dazu kommen wir dann nächste Woche.